أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We are wondering about the title of Sheikh Muhammad Adil. He was called by some Sultan al-Awliya, and this is a provocation. Das ist für einige eine Provokation. Ich denke doch, zumindest kann man sagen, dann beweise es doch. At least we may say, okay, then prove it. People calling you Sultan al-Awliya and you're not saying no. Okay. How about proving it? How about you prove it to us? It's not adapsis. No, it's not adapsis. It's nicht vom schlechten Benehmen. It's nicht von adapsis, dass wir inshallah ihn fragen dürfen. Ja, dann zeig doch, zeig uns doch, beweise doch, dass du Sultan al-Awliya bist. Es ist nicht von adapsis, ist nicht von schlechtem Benehmen. It's not from adapsis, it's not from bad behavior, we may ask. If we are not allowed to ask, everyone can claim anything. So we are keeping quiet because out of what? Out of fear. So we make him to be like a bully. Everyone following him is following a bully or a Hare Krishna or a con artist. If you follow a bully, no need for you to say, oh. Es gibt dann auch keinen Grund mehr. Schön groß in die Eifel. Wenn man einem Bulli folgt, dann muss man auch nicht sagen, wie toll, oh, wie toll die Frauen doch sind. Dass sie überhaupt nicht an sich arbeiten müssen, dass sie schon perfekt auf die Erde kommen und so weiter und so fort. Und dass der Beste von uns derjenige ist, der seine Frau am besten behandelt. All diese Sachen müssen wir gar nicht mehr sagen, wenn wir einem Bulli folgen, wenn wir schon einem Bulli folgen. Du, dann folgst du nämlich einem Bulli. Schön groß in die Eifel. Ja, wir werden da wohl zumindest fragen dürfen. Zumindest bitten. Bitten, nicht zwingen. Wir wollen niemanden erpressen. Wir wollen nicht zwingen. Wir wollen bitten. Bitte, Sheikh Muhammad Adil. Please, Sheikh Muhammad Adil. Please. Sultan al-Awliya. Yes, prove. Prove it. Give us proof. Why not? You're not unable. If you're a servant of God, if you're a Sultan al-Awliya, you're not unable to prove it. To show us. Show us proof. Give us proof. Alhamdulillah. Enough said. Thank you for listening. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was gesagt worden ist, ist, er möchte doch bitte beweisen, dass er König der Heiligen ist. Weil wenn wir ihn nicht fragen dürfen, wenn wir nicht um nichts bitten dürfen, dann heißt das wohl, dass wir unseren Mund halten müssen oder sollen. Und dann sind wir einem Bulli. Wie heißt das? Aufgesessen. Einem Bulli, einem scheiß Hare Krishna, einem Con-Artist, einem Trickbetrüger. Leise, ne?